Besondere Anlässe erfordern besondere Geschenke. Für den 3. Geburtstag des Berlin-Musicals Hinterm Horizont war das diese Torte in unverwechselbarem Design. Natürlich ließ sich Udo Lindenberg die Ehre nicht nehmen, diese einmalige Geburtstagstorte höchstpersönlich anzuschneiden. Unterstützt von den Hauptdarstellern des Musicals, Serkan Kaya und Josephine Busch. Ja, ein großer Freudentag, ne? Ja. Naja, 3 Jahre durch und so, ins 4. Jahr, Hammer, 4. Jahr. Diese wunderbaren Cast und so, ne? Ja. Ordentlich nach vorne, ne? Also, ordentlich Bewegung, Action in dem Stück und so. Zahlreiche internationale Gäste waren gekommen, um Berlins erfolgreichstes Musical zu feiern, das am Potsdamer Platz, wo früher die Mauer Deutschland trennte, die deutsch-deutsche Geschichte wieder aufleben lässt. Wir freuen uns tierisch, endlich die Show zu sehen. Wir sind große Lindenberg-Fans, Lindianer sind wir sozusagen. Wenn man im Osten aufgewachsen ist, dann kann man gewisse Sachen auch nachvollziehen und ich bin mal gespannt, wie es auch umgesetzt ist. Für mich ist Udo eh ein musikalischer Politiker. Er ist ein Zeugnisschreiber. Das Musical erzählt eine einmalige Ost-West-Liebesgeschichte. Mauer und Stacheldraht können den Westrocker Udo und Jessie, das Mädchen aus Ost-Berlin, nicht voneinander trennen. Sie bieten der Staatssicherheit die Stirn und kämpfen für ihre gemeinsame Zukunft. Diese fesselnde und an wahre Begebenheiten geknüpfte Liebesgeschichte lässt das Publikum in die Vergangenheit der Republik reisen und hat auch nach 3 Jahren nichts an Relevanz und Charme verloren. Und weil es sich für Udo Lindenberg bei Hinterm Horizont um eine ganz persönliche Geschichte handelt, lag es ihm besonders am Herzen, den einmaligen Zeitgeist dieser Tage auch für internationale Gäste greifbar zu machen. Seitlich der Bühne hast du riesengroße Untertitel, Englisch, also die ganzen Freunde aus Amerikanien, England, Arabien, woher sie auch kommen, Französisch und so, die können das hinterher jetzt verfolgen. Man ist auch ganz gut und kann also irgendwie sich gut eingrooven in die Geschichte, das Schicksal dieser Stadt. Zu einem richtigen Geburtstag gehört natürlich auch ein Ständchen. Zum 3-Jährigen gab es darum eine Zugabe der besonderen Art. Panikrocker Udo Lindenberg griff da gerne selbst zum Mikrofon. Ganz toll, total begeistert. Vor allem, dass er am Schluss auf die Bühne gekommen ist, war das Highlight. Geil Omar, Tränen in den Augen, Schönheit. Ich habe das wirklich live damals erlebt. Also ich bin so der typische Ostler, habe damals vom Palast der Republik gestanden und seitdem ja, Udo treu geblieben. Nach der Show wurde auf der großen Geburtstags-Aftershow-Party noch ausgiebig gemeinsam gefeiert. Schließlich ist das Musical doch ab sofort eine der wenigen Produktionen, die die deutsch-deutsche Geschichte auch internationalen Gästen zugänglich macht. Denn Hinterm Horizont ist Zeitgeschichte im Rockformat.